Ja, ich glaube, dass wir vielleicht am Anfang ein bisschen zu weit weg von den Männern vielleicht waren, nicht ganz so aggressiv gespielt haben, nicht so zielstrebig auch nach vorne. Hatten, glaube ich, erste Halbzeit auch schon ein paar Aktionen, wo wir vielleicht einen Torabschluss suchen müssen, aber dann lieber nochmal einen Querpass gespielt haben. Ja, und dann zweite Halbzeit hatten wir ein paar gute Gelegenheiten, glaube ich, noch. Aber da fehlt dann auch ein bisschen das Glück dann. Und so wie gesagt, ist natürlich eine bittere Niederlage. Ja, war ein guter Spielzug über die Außenbahn, dann bringt Reggie die Flanke auf mich. Ich löse mich am zweiten Pfosten, setze mich ein bisschen ab. Der Ball kommt in einen ganz komischen hohen Bogen, wo ich kurz noch überlegt habe, ob ich ihn annehme oder ob ich ein volles Risiko nehme. Und habe ich gedacht, entweder du hast das Glück und schepperst ihn voll rein oder er geht vielleicht in den siebten Stock. Und ich hatte das Glück, dass er halt einschlägt. Ja, der Trainer hat zweimal ausgewechselt. Wir haben uns nicht ganz so tief fallen lassen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir sie an der Mittellinie attackiert. In der zweiten Halbzeit haben wir sie vorne zugestellt, mussten sie mit langen Bällen spielen, was uns, glaube ich, ein bisschen in Gänger gekommen ist. Weil sie vorne auch nicht große Stürmer hatten. Ich glaube, das war das Einzige, was wir großartig verändert haben. Ansonsten eigentlich auch nicht viel. Aber man sieht halt auch, dass in so einem Spiel wir erstmal über den Kampf kommen müssen und erstmal die Zweikämpfe bestreiten und dann darüber hinaus das Fußballerische dann dazukommt. Und leider nicht umgekehrt. Und das ist heute uns nicht so gut gelungen. Ja, dem kann ich mich nur so zustimmen, weil ja, wenn du hier natürlich nicht hellwach bist von Anfang an, aber nicht nur hier, sondern in allen Spielen, dann läufst du meistens einen Rückstand hinterher, dann wird es natürlich schwer. Ich bin über die Niederlage sehr verärgert. Ich habe jetzt keinen Bock an ein anderes Spiel, ich habe jetzt 2 Wochen Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten heute eine Chance, oben dran zu bleiben. Das ist mir jetzt im Moment egal. Wir wollen das Derby gewinnen, wir wollten aber auch heute 3 Punkte vorlegen fürs Derby schon. Und jetzt 2 Wochen vorher, da denke ich jetzt nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich das richtig nervt, dass wir heute hier verloren haben. Ja, was heißt Muster ohne Wert? Ne? Ich meine, denke, der Daniel hat absolut recht, weil wir haben jetzt, unser Fokus wird nicht auf das Spiel gegen Bielefeld gerichtet sein, sondern wir haben ein schweres Pokalspiel in Hamm. Ich habe den Gegner schon beobachtet und ist eine Mannschaft, die man immer erst besiegen muss. Eine der schwierigsten Hürden sicher auf dem Weg da zum DFB-Pokal. Und wir müssen da auch da hochkonzentriert an die Sache rangehen. Und das ist, glaube ich, steht im Vordergrund. Alles andere, was dann hinterher kommt, müssen wir hinten anstellen. Und ich glaube, dass da die Einstellung unseres Torwarts absolut richtig ist.